Hallo und herzlich willkommen bei dem neuen Video von den Mindset Hunters. Heute sprechen wir über das Bewerbungsgespräch und wie du mit dem richtigen Mindset überzeugen kannst. Viel Spaß! Das Bewerbungsgespräch. Kennst du es bestimmt noch damals nach dem Studium, als du dich beworben hast? Man ist sehr aufgeregt. Man weiß vielleicht nicht genau, was einen erwartet. Und wir wollen euch einfach ein paar Mindset-Gedankenanstöße geben, wie ihr diese Situation meistern könnt und vielleicht auch euren Traumjob damit ergattern könnt. Wichtig an der Stelle zu sagen, wir wollen euch jetzt keine Tipps und Tricks geben, wie ihr ein Bewerbungsgespräch führen müsst, so nach dem Motto, ich gehe rein, wie habe ich mich zu bewegen, was darf ich annehmen und so. Mhm. Wir sind ja keine Bewerbungscoaches, sondern hier geht es wirklich nur um das Thema, warum ist es wichtig, eine gute Denkweise aufzubauen, um ein Bewerbungsgespräch perfekt zu meistern. Genau. Dann fangen wir einfach an. Ja. Ich sehe das oder ich höre das oft von Kollegen, die sich bewerben, die auch, sage ich mal, schon ein bisschen mehr Praktika absolviert haben, auch vielleicht den einen oder anderen Job absolviert haben. Ja. Und teilweise in das Gespräch reingehen nach dem Motto, ja, ich habe die Stelle, ich wurde jetzt zum Bewerbungsgespräch eingeladen, die Sache ist gegessen. Ja. Ich werd hier das Ding rocken, wird überzeugen und die Stelle bekommen. Ich finde aber, das hat so einige Tücken. Man könnte vielleicht zu arrogant rüberkommen oder man könnte eher zu relaxed sein, dass man sich sicher geht, man hat die Stelle schon angenommen. Ich würde hier eher sagen, geh mit diesem Mindset rein. Ich bin schon Teil des Teams. Ja, ich habe nicht die Stelle, aber ich bin schon Teil des Teams. Ja, es gibt dir ein bisschen mehr Demut. Du bist eher mit beiden Füßen auf dem Boden, weil die Stelle erfordert doch schon ein bisschen mehr. Also aus meiner Erfahrung kann ich da sagen, dass du einer Stelle idealerweise nie wirklich gerecht wirst. Ja, du wächst eher mit der Stelle und die Stelle wächst auch mit dir. Du kriegst immer mehr und mehr Verantwortung. Deshalb geh da nicht mit dem Mindset rein, ich habe die Stelle, sondern ich bin Teil des Teams. Außerdem gibt das dir auch einen menschlichen, positiven Vibe, auf den wir später zu sprechen kommen. Aber ein ganz guter Punkt, dieses, du wächst ja mit der Stelle. Genau. Jeder kennt das, oder was heißt jeder kennt das, viele kennen es, hoffe ich zumindest. Es ist nie so, wie wenn man angefangen hat, bei mir zumindest, ja, aber bei dir auch. Ja. Du bewirbst dich auf eine Stelle, aber es kommt immer so viel noch dazu. Deswegen ganz wichtig, nicht davon ausgehen, dass man die Stelle schon hat, weil wann hat man eigentlich eine Stelle? So, weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Dann noch ein anderer Punkt, den, wo ich aus Erfahrung sprechen kann. Vielleicht habt ihr auch ein Studium absolviert und ihr habt schon mehrere Praktika gemacht und habt jetzt natürlich hohe Ambitionen auf eine sehr, sehr gute Stelle. Und dann wird es euch wahrscheinlich vorkommen, dass mal ein Doktor vor euch sitzt, ein Doktor vielleicht oder eine Personalchefin, die viel gesehen hat. Und das kann ja sehr einschüchtern wirken. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Ich denke, wie kann ich jetzt den Doktor von mir überzeugen? Ja, was kann ich ihm noch erzählen, was er nicht weiß? Oder wie kann ich ihm zeigen, dass ich die richtigen Skills habe? Aber hier kann ich eigentlich sagen, beruhigt euch. Ihr wurdet zu dem Bewerbungsgespräch eingeladen, weil ihr eigentlich schon die Skills mitbringt. Und es geht eher darum, euch als Person kennenzulernen und um zu schauen, ob du denn wirklich ins Team passt, auch menschlich, weil Menschen stellen Menschen ein. Ja? Darauf gehst du gleich nochmal ein. Also hinter dem Titel steckt euch, ein Mensch. Genau, entspannt euch einfach. Es ist auch nur ein Mensch, auch wenn er ein Doktor ist. Ja. Und ja, mit dem Mindset seid ihr da auf jeden Fall wesentlich entspannter. Willst du weiter darauf eingehen, wie man authentisch wirken kann, wie man denjenigen überzeugen kann von sich? Ja, ich würde sagen, wichtiger Punkt meiner Meinung nach, dass man auch sehr, also das Wichtige dabei ist ja, wenn man in so ein Gespräch reingeht, möchte man ja mit diesem Mindset selbstbewusst wirken. Ja. Dieses selbstbewusste Auftreten ist halt sehr wichtig, weil wenn man weiß, wie man das Ganze richtig einsetzt, da kommt es nicht zu dem, dass man als Schauspieler deklariert wird oder als arrogant. Und da ist es halt wichtig, ein ganz interessanter Punkt, dieses menschliche Auftreten. Also einfach herzlich auch sein. Mhm. Ich kann dir zum Beispiel was zeigen, das habe ich schon oft gemacht, kann ich euch so ans Herz legen. Begrüßt mich jetzt zum Beispiel mal. Ich mache das hier sehr gerne. Dieses, okay. Das ist in vielen Kulturen, symbolisiert das Warmherzigkeit, Vertrauen, Geborgenheit.
nicht immer dieses, okay, jetzt zur Zeit, zu den aktuellen Zeiten, ich weiß, mit Händeschütteln ist halt nicht so viel, aber irgendwann wird es ja wieder dazu kommen, hoffe ich. Und auch mal ruhig herzlich sein. Ne? Mhm. Das, was ich dir gezeigt habe, dieses ruhig beide Hände drücken und das weckt dann auch so, okay, das ist schon mal lockerer. Ne? Das zeigt ja auch, dass du auf den anderen zugehst. Ja? Du gehst definitiv noch ein bisschen mehr, einen Schritt weiter. Definitiv. Jetzt auch nicht zu nah, ja, also wir wollen halt nicht zu persönlich werden. Genau. Bis zu persönlich werden, dann seid greifbar. Was meine ich mit greifbar? Oft kommt halt die Frage, kennst du auch, Gustav, was ist das Schlimmste, was du bis jetzt, oder was ist das Schlimmste, was sie bis jetzt im Leben erlebt haben, oder die größte Hürde im Leben? Und viele kommen mit Projekte. Und es ist immer Projekte. Ich hatte das Projekt in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit. Ruhig auch mal sagen, ich weiß nicht, ich habe ein Patenkind zum Beispiel. Ich liebe meine Patenkinder über alles. Oder ich habe ein Hobby, ich habe Hunde, die sind mir wichtig. Aber nochmal zu der Frage, wenn die Frage kommt, was ist eigentlich das Schlimmste im Leben gewesen oder die größte Hürde? Auch mal ruhig was erzählen. Es muss nicht was Privates sein, aber ich kann euch sagen, ich habe schon mal auf die Frage mit einer sehr persönlichen Sache geantwortet. Ja. Es war ein Tod einer wichtigen Person in meinem Leben. Und ich habe das damals klar angesprochen und mein Gegenüber hat damals gemerkt, ich mache das nicht, um mich irgendwie besser darzustellen oder um dieses Bemitleiden. Und der hat gemerkt, nein, das ist wirklich einer, der ist greifbar, der erzählt was Emotionales und das glaube ich ihm, dass das das Schlimmste, weil es eine Lüge, das Projekt war nicht das Schlimmste in meinem Leben. Das war das Schlimmste in meinem Leben. Dann ein weiterer Punkt, der auch interessant ist, wenn man in so einem Bewerbungsgespräch sitzt und quasi sich in diesem Austausch befindet, dann ist es ja oft so, dass man sich mal verspricht. Ja, oder ja, man stottert, ne? Man fängt an zu schwitzen, absolut gar nicht davon, das ist normal. Also während wir hier aufnehmen, schwitzen meine Hände zum Beispiel. Ja, oder du hast das Gefühl, oh, ich muss jetzt sofort auf die Antwort reagieren. Ja, er stellt mir eine Frage und ich muss sofort wie aus der Pistole geschossen antworten. Nee, auch mal kurz überlegen und denken, ja, okay. Authentisch sein einfach, authentisch sein. So wie oft, wir filmen, ich musste auch gerade, ja, es kratzt am Auge, das ist normal, das ist menschlich, ihr seid Menschen. Auf jeden Fall. Absolut gar nicht von sowas verwirren lassen. Dann noch eine andere Sache, oft hörst du auch Freunde, die in einem Gespräch waren, die sagen, ich habe mal was Falsches gesagt, ich habe mich versprochen. Oder ich habe ich habe was Falsches gesagt oder ich habe auch gar nichts gesagt. Ich wusste die Antwort nicht. Ja, und dann kommen diese Leute oft raus und die sprechen quasi nur diesen einen Punkt an. Ah, ich habe mich hier egal, wie viele von euch haben den Job danach bekommen? Das hat absolut nichts zu sagen. Das ist menschlich authentisch. Es ist authentisch, sich zu versprechen. Klar, wenn man sich zu oft verspricht, symbolisiert das auch irgendwo, dass man vielleicht noch nicht so das Selbstbewusstsein hat oder dass man aufgeregt ist. Ja. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, sich nicht davon... Also lasst euch nicht von sowas beunruhigen. Einfach nur mal weitermachen. Dann auch noch interessant, was ich vielleicht so für mich so mit eines der wichtigsten Punkte. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas nicht wisst, scheiß drauf. Einfach sagen, nein, ich weiß es nicht. Ja, es ist ja auch wieder der Punkt, du bist authentisch. Du gibst es zu, du weißt nicht. Es kann auch wirklich sein, dass der Personaler oder dein zukünftiger Chef dich auch in so eine ganz bestimmte Ecke drängen möchte, um zu schauen, wie du reagierst. Ja, klar. Und da ist es eigentlich eher falsch, sich was an den Haaren herbeizuziehen, um Hauptsache eine Antwort zu geben, weil es ist das Schlimmste im Projekt dann später, wenn du irgendwann arbeitest und dich jemand fragt, ja, wie schaut es hier aus und du weißt es nicht, aber du machst irgendwelche Falschaussagen, ja, das ist sehr fatal. Und hier ist es wirklich besser zu sagen, hey, weiß ich nicht, ich schaue es mir nochmal an und ich komme auf sie zurück. Und einfach nicht vergessen, voll oft versucht man sich irgendwie, man sucht nach alternativen Antworten. Ja. So, ja, ich würde das. Und dann merkt doch der Gegenüber, dass du nicht so bist, wie du eigentlich sein möchtest. Weil wie möchte ich sein? Natürlich. Was ist natürlich? Ich weiß es nicht. Ja. Fertig. Einfach sagen, tut mir leid. Lieber 5-mal Nein sagen, als 5-mal versuchen, irgendwas zu erklären, was ihr nicht könnt. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, und das ist eben der Punkt. Die wollen dich ja als Mensch kennenlernen. Wir wollen nicht als Mensch kennenlernen. Was wir hier alle sagen, sind auch teilweise oder größtenteils Erfahrungen von uns und von anderen. Das heißt, ich war bei mir im Gespräch, habe ich mehr Nein gesagt, als dass ich das... Kannst du mal kurz erzählen, wie war das bei dir nach dem Studium, als du dich beworben hast? Ich hatte ein Vorstellungsgespräch und
Also ich habe eine Bewerbung geschickt, ein Vorstellungsgespräch und habe auch den Job bekommen. One shot, one hit. Ja, und ich wusste vieles nicht. Ich habe mir meinen Chef, mein jetziger Chef, falls er das gerade sieht, liebe Grüße, hat mir dann auch so gesagt, ja. Ich habe ihm halt auch gesagt, nein, ich weiß es nicht. Manchmal habe ich, ein, zwei Mal habe ich versucht, was zu erklären. Man will ja auch nicht total blöd da wirken. Aber lieber real sein und sagen, tut mir leid, hier muss ich passen. Ja, bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Ich habe zig Bewerbungen rausgeschickt. Aber ich muss auch sagen, teilweise an Stellen, wo ich gar nicht für qualifiziert war, ja, weil ich die Stelle halt mega cool fand und dachte, ja, vielleicht habe ich ja die Chance, da angenommen zu werden. Aber das war nochmal der Punkt vom Anfang. Ja, du bewirbst dich auf eine Stelle und wächst dann mit der Stelle mit. Also kannst auch nicht direkt erwarten, du hast die super duper Stelle gefunden. Absolut. Und da musste ich auch die Erfahrung machen, ja, ich wurde regelrecht in den Bewerbungsgesprächen auseinandergenommen, wo ich auch gemerkt habe, hey, ich passe hier auch gar nicht hin. Und eine andere Sache, die ich auch gemerkt habe, teilweise war der Chef mir auch unsympathisch. Ja, also nicht nur du bewirbst dich auf die Stelle, sondern der Arbeitgeber, der Chef, bewirbt sich auch hier um dich. Das ist, guck mal, das ist ein ganz wichtiger, das ist auch ein guter Punkt. Verkauft euch als Mensch und nicht unbedingt eure Skills, weil du hast am Anfang was Gutes gesagt. Du meintest, es hat ja einen Grund, warum man da sitzt. Ja. Die haben jetzt nicht, also wenn ihr deswegen, wenn ihr eingeladen wurdet wegen dem Foto, dann ist ich mal mir Gedanken machen. Aber normalerweise wird man eingeladen, weil man was kann. Das ist Tatsache. So, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte oder auch du, würdest ja niemanden einladen, so der nicht in das Profil reinpasst. Genau. Also wenn ihr da sitzt, kennt ihr ja schon irgendwas. Und dann ist es wichtig, verkauft nicht immer unbedingt eure Skills. Das ist so typische Arbeitsdenkweise, die man so hat hier, auch in Europa speziell, auch in anderen Ländern, denke ich, aber auch speziell hier bei uns in Deutschland. So, ich muss immer meine Skills verkaufen. Nein, du musst nicht deine Skills verkaufen. Absolut nicht. Klar kannst du was zu deinen Skills sagen. Das ist ja auch wichtig. Man will ja Arbeit oder bestimmte Tätigkeiten bewältigen. Aber verkauft euch als Mensch. Verkauft euch als Mensch. Genau. Und da kurz nochmal zur Brücke zu dir. Ein letzter Punkt, kennst du auch die Frage am Ende? Haben Sie noch Fragen? Sehr wichtig. Auf jeden Fall hast du Fragen. Du hast Fragen und ganz ehrlich, was fragen die meisten? Wie viel verdiene ich und so weiter? Das sind so typische Fragen. Oder ja, was mache ich hier? Mit welchem Programm arbeite ich? Ja, mit welchem Programm? Oder wie stellen Sie sich Ihr super Team vor? Und so, das sind ja alles schön und gut. So, wir sind keine Coaches. Ihr könnt alles das fragen. Und das, was wir euch sagen, gibt euch keine 100%ige Garantie. Es geht hier nur um euer Selbstbewusstsein und über das gesunde Denken. Am Ende ist es nur eine menschliche Geschichte, sich irgendwo zu bewerben und der Prozess, alles normal, also es ist nichts Verrücktes, wird versucht, verkauft. Aber zu dem Punkt, wenn die Frage kommt, ganz ehrlich, derjenige, der euch in sein Team haben möchte, dieser zukünftige Chef, ihr wollt den ja auch haben. Also ihr wollt den ja als Chef haben, meine ich. Also du willst ja mit ihm auch arbeiten. Der will ja nicht nur mit dir arbeiten, sondern du willst mit ihm auch arbeiten. Und dann stellt doch auch mal persönliche Fragen. So, seit wann sind Sie in dem Unternehmen? Wo hat die bei Ihnen hier die Karriere angefangen? Was haben Sie alle schon im Leben erlebt? Ja. Und aber du kannst auch den Spielball mal zurückspielen, ja, auch mal kritische Fragen stellen. Ja. Was wäre denn eine Sache an Ihrem Job, die Sie ändern würden? Ja, was gefällt Ihnen vielleicht nicht? Klar, so menschliche Fragen halt. Ne? Mir fällt ein, ich habe einmal ein Vorstellungsgespräch, habe ich ich weiß nicht, wer das genau war, habe ich aber gefragt, da meinte ich, was ist denn eigentlich Ihre Hobbys? Stimmung war bombastisch danach. Ja, cool, das hat mich noch nie jemand gefragt, was meine Hobbys sind. Weil ich bin ja da, ich will ja nicht, es geht ja nicht um Ihre Hobbys, sondern um den Job. Aber das hat nochmal ihr die Möglichkeit gegeben, weil über Hobbys, dann redet man auf einmal ganz easy und entspannt. Und dann kam das so eins zu dem anderen, dass man sich so auf einer anderen Ebene kennengelernt hat. So, da konnte man richtig, da kam in dieses Smalltalk, da hat sie gesehen, dass ich eigentlich ein ganz auch lustiger, cooler Typ bin. Das passte nicht in den ersten Part. Also auch ruhig sowas. Ja, und der Chef will ja mal auch abseits der Arbeit vielleicht mal auch ein entspanntes Käffchen mit dir trinken in der Mittagspause oder dich sonst mal unterhalten. Klar, klar. Und das bringt uns eigentlich auch schon quasi zum Ende. Wir wollen eigentlich damit nur sagen, egal Bewerbungsgespräch hin oder her, es gibt viele Techniken, es gibt viele Seiten, Bücher, es gibt viele gute Sachen. Auch wir haben uns die Sachen reingezogen, haben damit gelernt und so weiter. Wir bringen euch jetzt keine methodischen Sachen bei, wie ihr jetzt euch zu verhalten habt, wo man was annehmen darf und nicht, sondern wir wollen euch einfach nur sagen, vergisst eins nicht, ihr seid Menschen
und verkauft euch auch als Mensch. Denn die Menschen, die euch einstellen, wollen einfach nur gute Leute um sich haben. Und wenn ihr bestimmte Skills habt, hat das ja auch seinen Grund, dass ihr überhaupt da sitzt. Genau. Ganz wichtig, seid mehr Mensch als diese ganzen Sachen, die man so, die man sich so anguckt und die man auch durchliest, mhm, und dann doch sehr versteift in ein Gespräch geht und nicht der sein kann, den man gerne sein möchte. Und für mich auch ganz wichtig, ja, ihr bewerbt euch auf die Stelle, aber der Chef bewirbt sich auch bei dir. Und deshalb mein Tipp, such dir auch den Chef aus, ja, weil der Chef formt sein Team. Du siehst schon an seinem Charakter, an seiner Mentalität, auch ein Stück weit, wie sein Team aufgebaut ist. Ja, verheizt er vielleicht die Leute, ja, stellt er nur so Top-Performer ein, aber das Menschliche interessiert ihn nicht. Oder nimmt er vielleicht mal jetzt jemanden, der frisch aus der Uni ist, sieht was in ihm und möchte ihn weiter ausbauen. Also hier auch ganz wichtig, such dir deinen Chef aus. Such dir deinen Chef aus. Das ist ein ganz guter Punkt. Bei mir war es wirklich auch so, als ich im Bewerbungsgespräch damals war, hatte ich schon richtig Bock vorher drauf. Ich wusste, okay, mit den Leuten kann man arbeiten. Ja. Bis jetzt hat sich das bewahrheitet. Deswegen nehmt euch die Tipps zu Herzen. Ich hoffe, wir konnten euch mal einen anderen Input liefern, als den man sonst so findet. Und ich hoffe und wünsche jedem, der sich das Video anguckt, dass ihr hoffentlich euren Traumjob bald findet und dass diese Tipps euch geholfen haben. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, ciao. Ciao.